Hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Titan Quest auf dem Pfad der Hatshepsut, wo wir letztes Mal stehen geblieben sind, nachdem wir den Telkine besiegt haben. Ja, der Telkine in Ägypten ist besiegt und jetzt geht's hier an die Hyänen, die wir natürlich glatt mal mit unserer Nahkampfwaffe niedermachen. Die habe ich ja letztes Mal für mich entdeckt. Nur, wo geht's denn überall lang? Also Hallöchen mal, Hallöchen. Freunde, 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 macht's mal halblang jetzt. Es ist noch sehr früh am Morgen, ich kann noch nicht so gut denken, also lasst's mich doch bitte in Ruhe. Wo ist denn jetzt die Wolfsklaue schon wieder? Ist es sie? Ja, sie ist es. Pam. Hatten wir so eine nicht schon jetzt irgendwo? Alter, immer dasselbe wieder. Weil ich mich immer wieder nicht auskenne, das ist so krass. Aber wie denn auch? Bei so vielen x verschiedenen Essenzen und wie sie alle heißen, da kommst du irgendwann einfach nicht mehr zurecht. Plitsch, platsch, plitsch, platsch, plitsch, platsch, plitsch, platsch. So. Alter, wie viel Geier denn noch? Hier können doch gar nicht so viel gestorben sein. Was ist denn los? Uia, uia, uia. So. Du noch und jetzt haben wir's, Hobby. Nee. Hä? Was seid ihr denn, Schakalmenschen? Alter. Alter, was? Hilfe. Hilfe. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Na komm, jetzt. Na. So, du bist down, jetzt du noch. Gut. Alter, wie viel noch? Da kostet noch mehr. Hey, ich komm gar nicht klar. Ich dachte, hier hinten ist es nur mal kurz zum Geier und dann ist es rum. Und dann können wir in die richtige Richtung weitergehen, aber offenbar ist dem nicht so. Na, jetzt ist aber Sensei, okay. Und dann ist hier unten noch nicht einmal was Tolles. Ich bin verzaubert. Plitsch, platsch, plitsch, platsch, plitsch, 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 platsch. Aber hier war doch irgendwo Gold. Da ist die Meinung an. So. Und wir haben 59 Tränke, das ist gut. Also ich denke, das sind super ausgerüstet, können einfach drauf losmarschieren. Haben wir es sogar letztens noch eingekauft? Ach, ich weiß es schon gar nicht mehr. Ist gar nicht so lange her, aber trotzdem habe ich es vergessen. So, kann jetzt mal wieder die Musik aufhören, die ist immer so laut. Ah! Oh Mann. Ich sehe schon wieder die spannendsten Gegner überhaupt auf dem Pfad der Hatshepsut. So, die Musik hört auf. Tada! Ein Knochenhaufen. Ah, jetzt wird's ruhig. Oh, ist das schön. Hallo und herzlich willkommen bei Let's Play. Wir sind heute ganz entspannt. Keine Musik, nur das Zwitschern der Vögel im Hintergrund. Und ab und zu ein paar Pfeile, die meiner Bogenszene entspringen. Und ein Level Up natürlich auch. Das kommt mir nicht ganz ungelegen. So, da schauen wir gleich mal nach, was das Level Up uns bringt. Boah, ich weiß schon gar nicht mehr, was wir leveln wollten oder sollten oder überhaupt. Ich denke, vom Leben her sind wir recht gut aufgestellt. Genauso von der Energie, die kriegen wir eh nie runter. Also können wir auf die Geschicklichkeit gehen, weil uns das Angriffsqualität und Durchschlagschaden bringt. Schaden pro Sekunde 100. Da fällt mir auf, wir haben was vergessen. Blitzdings, hey. 140 Schaden pro Sekunde, wenn wir jetzt die Geschicklichkeit hochleveln, dann haben wir 148. Jo, das ist doch schon mal ein bisschen besser, oder? Mal schauen, wie es mit dem anderen ist. 186, super. Und jetzt können wir natürlich noch unsere Meisterschaft boosten. Boah, was wollten wir denn da machen? Wir wollten in der Jagd auf... Wollten wir auf die Schwächen ausnutzen gehen? Ich glaube nämlich schon. Da fehlen noch 7 zusätzliche Fähigkeitenpunkte. Ja gut, dann kümmern wir uns darum mal. Das bringt Stärke und Geschicklichkeit und Leben. 1, 2 oder 3. Letzte Chance. Vorbei. Und das machen wir sogar noch ein bisschen mehr Schaden. Das ist doch angenehm, angenehm. So lässt sich's leben. Alter, jetzt haben wir schon fast 200 Geschicklichkeit. Was ist denn los? Hier drüben haben wir dann sogar schon über 200.
Und ich glaube, wir hatten doch letztes Mal die Schwierigkeit, dass wir Ramses Kopfbedeckung nicht mehr tragen konnten, wenn wir irgendeinen Ring angezogen haben, der ziemlich cool war. Wenn ich jetzt natürlich wieder wüsste, welcher das gewesen wäre, dann wäre mir sehr geholfen. Du warst es, glaube ich, nicht. Warst es du? Oh ja, 170. Kling, 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 kling. Dafür verlieren wir ordentlich Leben, aber Alter, was ist denn... Oh ja. Was machen wir mit dem Waffenset? Dann sogar 231. Okay, wir sind die Oberbabos. Uns tut niemand mehr was, will ich mal behaupten. Hier ist der Brunnen. Jetzt zeigen... Alter, schauen wir uns das mal an. Das ist doch nicht normal. Die meisten sind halt echt mit einem Schlag down. Siehst du das? Zack, zack. Alter. Maximal zwei Schläge und die Viecher sind down. So, Schrein der Dornen. Mit dem geht es dann wahrscheinlich noch tausendmal besser. Nö, geht's nicht. Was der Schrein der Dornen bringt, ist mir nicht so ganz klar. Der boostet ja unser Leben nicht unbedingt. Was ich gesehen habe. So, die Wolfsklaue nehmen wir mit. Zack. Haben wir auch bald wieder voll. Ja, dann machen wir sogar noch mehr Durchschlagschaden, wenn wir die irgendwie ausrüsten können. Ah, das ist doch schon ein bisschen overpowered. Nehmen wir einfach das englische Wort dafür. Das fällt mir wenigstens auf Anhieb ein. So. Nee, da wollte ich nicht hin. Wo wollte ich hin? Hier wollte ich hin. Hier haben wir alles erledigt, also können wir weiter wandeln. Jubidu und Schalala. Halt, hey, ich wollte doch das andere Waffenset, verdammt. Aber es ist im Endeffekt so egal, mit welchem wir kämpfen. Zack, zack. Alter, das geht so unfassbar schnell. So, dann will ich gleich mal gucken, wie viel der Max-Schaden war, den wir bis jetzt gemacht haben. 215, ja, das hält sich ja noch in Grenzen, nicht wahr? 231 Damage. Ey, 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 ey. Stell dir vor, wir würden jetzt durch Griechenland oder so laufen. Ach du Scheiße. So, hä? Tempel, der hat Chapsuit. Und kommt mir das nur so vor oder ist hier super neblig? Warte mal, ich gehe nochmal aus dem Bereich raus und dann nochmal rein. Hier ist nicht neblig. Hier ist neblig. Hier ist nicht neblig. Hier ist neblig. Hier ist nicht neblig. Hier ist neblig. Ja, Wahnsinn. Na gut, dann müssen wir uns damit abfinden, dass es hier neblig ist. Oh, die kleinen Flatterviecher. Die natürlich auch mit zwei Schüssen niedergehen. Ah, das ist einfach wunderschön. Wunder, wunderschön. Und einmal Schrein der Dornen, bitte. Bitteschön. Ja, was ist denn das? Drei Chinesen mit dem Kontrabass. De. Drei Chinesen mit dem Kind Trabass. Sie sind auf die Straße und erzählten sich es. Wie kommt die Polizei? Was ist denn das? Drei Chinesen mit dem Kind Trabass. Alter, es ist behindert. Das hat man doch in der Grundschule oder im Kindergarten immer gemacht, damit die Kinder irgendwie die Vokale kennenlernen oder was weiß ich, keine Ahnung. Jedenfalls ist es doch ziemlich cool eigentlich, muss ich schon mal sagen. Trökenöse mit dem Kind Trökes. Haben wir den Außenpanzer aufgesammelt? Ich glaube ja. Den brauchen wir zwar eh überhaupt nicht, aber gut, wir sammeln einfach mal jeden Scheiß. Du weißt ja, zur Not verkaufen wir den Shit dann immer noch. Wir sind ja so gute Händler. Ja, das ist einfach unfassbar. Ach nee, Sandspüker. Ja, ihr halt ja nicht so viel aus. Aber es hält echt gar nichts mehr viel aus mit unserem super tollen Bogen. Das ist doch. Und vor allem mit dem Ring und mit Tralala und. Ach du Scheiße. Aber Damage kriegen wir viel mehr als vorher, weil wir jetzt ordentlich weniger Leben zur Verfügung haben. Ah, das ist natürlich ein bisschen ungeschickt. Vielleicht können wir daran noch irgendwie was ändern. Vielleicht mit dem nächsten Level up mal gucken. Wo sind wir denn jetzt schon? 720. Level 720 sind wir. Das ist ordentlich, sag ich mal.
Damit, wenn du mal auf das Level der Gegner guckst, schau, da sind wir da ganz schön ordentlich dabei. Aber das sieht gut aus. So. Tempel der Hatschepsut. Ich frage mich ja, was wollen wir denn hier jetzt überhaupt? Ich habe die aktuelle Quest schon gar nicht mehr auf dem Schirm. Die hat uns eh Imhotep gegeben, aber was denn überhaupt? Reisen Sie nach Babylon. Ach, genau. Irgendwie. Der Mister. Nee, wer hat? Ah, genau, der dritte Tekkine, er hat irgendwie irgendeine tolle Waffe oder was hat er? Auf jeden Fall kann er damit Götter töten oder irgendwie sowas. Und wir müssen halt mal wieder den Tekkine davon abhalten, die lieben Götterlein zu vernichten oder so. Naja. Ja, du merkst schon, ich bin in der Story nicht so wirklich drin. Bitte verzeih's mir, aber das ist für mich absolut kein Storyspiel, wo ich sagen könnte, ja. Da tauche ich in die Story ein und feiere diese Story. Nein. Einfach nein. Ist nicht. So. Gesundheitstränklein. Tempel der Hatschepsut, ey, da müssen wir wieder Treppen steigen. Das ist gut für die Waden und für den Po. Wundert euch nicht, wenn es vielleicht ab und zu doch ein bisschen ruckeln sollte. Ich bin gerade noch am Hochladen von genau dieser Festplatte. Huch! Da war gerade eine Zombie-Heldin, weißt du, so eine orangene Figur. Und die haben wir einfach mit zwei Schlägen weggemacht. Ich konnte gar nicht mehr lesen, wer das war. Naja. Ja, nicht wundern, wenn es ab und zu vielleicht doch ein bisschen ruckeln sollte, weil ich von der Platte gerade auch hochlade. Und naja, wenn gleichzeitig zwei verschiedene Sektoren einer Festplatte in Benutzung sind, dann kann es doch mal zu Ausfallerscheinungen führen. Vor allem, da ich ja mit, was weiß ich, True Quality oder so aufnehme, also mit völlig uncompressed. Ich brauche irgendwie 200 MB die Sekunde oder so, ich weiß es gar nicht. Aber ja, das ist ordentlich und dann auch noch gleichzeitig hochladen auf YouTube, auch wenn das natürlich nicht so sehr belastet ist, dann doch schon ein bisschen ätzend. Aber gut, ich hoffe, das macht nichts. Ich hoffe, wir kommen damit soweit zurecht. Soll es irgendwie zu schlimm werden, dann breche ich die Aufnahme natürlich ab und warte, bis der Shit da hochgeladen ist. Ja, wobei das wahrscheinlich noch Ewigkeiten dauern wird. Na gut. Ich sag mal so, wir werden damit klarkommen müssen. So. Und die große Kiste. Ich frage mich jetzt nur, was ist denn? Was bist denn du? Des Bergsteigers überzogene Rüstung. 60 Rüstung, Kältewiderstand, Reduktion der Frostdauer, Angriffsverlangsamungsvergeltung. Aha. 15 Schaden und Gesundheitsregeneration. Ah, das dachte ich mir. Wegen den 7% Anforderungen, weißt du? Damn Aber das merken wir uns mal, würde ich sagen. Was ist denn mit diesem Klingengewand überhaupt? Auch wegen den 7 Anforderungen, ja. Ah, scheiße. Und hier ist es wahrscheinlich dasselbe. Yo. Mistikack. Na gut, ist nicht so schlimm. Da liegt noch ein bisschen mehr Zeug rum. Und zwar die Kanda des Verzehrens. Was kannst denn du? Nicht so wirklich viel, habe ich das Gefühl. Nur 201. Alter, was? Alter, was? 241? Das nehme ich mal gerne mit. Und pass auf, die können wir sogar hochpushen. Kann alle Torso-Rüstung, kann alle Waffen verzaubern, Feuerschaden und Verbrennungsschaden. Torso-Rüstung, Amulette, Rüstungen, weiß ich nicht, Waffen, boah, ich will was Gutes. Was kannst du, Rüstungen, du kannst alle Waffen verzaubern, das ist klar, alle Rüstungen, Angriffsschaden in Leben gewandelt, das ist natürlich gar nicht dumm. Aber das ist nicht der Effekt, den ich haben möchte, sondern ich möchte eher sowas haben. Pam! 257! Alter, leck mich übel! Das ist so krass! Oh ja, das will ich da mal ausprobieren.
Obwohl, nee, die stinken. Alter, ein Schlag und da ist nichts mehr von denen übrig. Boah. So, jetzt kommst du mal her. Siehst du, das geht jetzt aus der Nähe auch tausendmal besser. Oh ja. Wir haben schon wieder so ungefähr, ja, 10% oder 15% von unserem Levelbalken voll. Das ist ordentlich. Und ja, ich merke halt leider echt, dass das mit der Aufnahme nicht so cool ist. 28 FPS in Titan Quest ist halt nicht so geil. Dammit! So, pass mal auf, ich werde gleich mal auf die andere Festplatte aufnehmen, dann vielleicht mit dem anderen Codec. Aber dann wird es hoffentlich nicht so ruckeln. Pass mal auf, das Gold sammeln wir jetzt hier noch ein. Und da stelle ich mich jetzt hier mal hin, sag vielen Dank fürs Zusehen und bis zur nächsten Folge. Ciao!